Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Stefan entdeckt die Welt. Heute gibt es wieder kein Reisevideo, Roller unterwegs sein Video, Drohnenbilder, sondern ich erzähle euch noch mal was. Und zuerst möchte ich mich bedanken. Wir haben die 2000 Abonnenten geknackt. Super lieben Dank dafür. Der Kanal ist noch kein Jahr alt, also was den Inhalt hier aus Thailand angeht. Ich habe ja in Deutschland schon mal so ein bisschen rumgespielt mit YouTube, einfach um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, in Vorbereitung für Thailand. Aber wir sind hier irgendwann Ende Februar auf dem Land angekommen. Wir haben jetzt Anfang Januar, also es hat unter einem Jahr gedauert, 2000 Abonnenten zu bekommen. Dafür ganz, ganz lieben Dank an alle, die so nett waren, den Abo-Knopf zu drücken. Und ein besonderes Dank an alle, die dann auch noch die Glocke gedrückt haben. Und ein Riesendank an alle, die eben nicht nur den Kanal abonniert haben, sondern die auch noch Kanalmitglied geworden sind. Vielen Dank dafür. Und lieben Dank nochmal an die Spender der Kaffeekasse. Da ist also in den letzten 2-3 Tagen auch ordentlich was reingekommen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Uli, danke dir. Und knuddel deinen Mann und dein Kind von mir. Ja, was mache ich heute? Was erzähle ich heute? Ich habe ja, wie gesagt, jetzt die 2000 geknackt und gerade so kurz vor Omnicon bis jetzt die letzten 2 Wochen, da ist es wieder ruhiger geworden, habe ich ganz oft Anfragen bekommen, ob ich nicht mal ein Video machen kann, so Einreise Thailand oder wie ist das denn jetzt mit Covid in Thailand? Wie kann man sich fortbewegen? Was kann man tun? Möchte ich eigentlich nicht. Weil das ändert sich alle Nase lang. Ja, wir hatten dieses Test-and-Go-Verfahren hier in Thailand. Das ist jetzt schon wieder hinfällig. Das ist erstmal ausgesetzt. Soweit ich weiß, gibt es noch das Phuket-Sandbox-Modell. Keine Ahnung. Was ich heute gemacht habe, ich habe eine Liste von 26 Tipps, die ich geben kann, wenn man hier nach Thailand kommt. Einen Teil der Tipps habe ich selber aufgeschrieben, einen Teil habe ich auch im Netz einfach geklaut. Ich habe mal geguckt, was gibt es zu dem Thema und habe das ein bisschen zusammengeschrieben und habe dann das versucht zu relaten mit meinen eigenen Erfahrungen. Habe auch viele Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, was ein Quatsch. Das denkt vielleicht der eine oder andere über meine Tipps auch. Alles gut, das sind meine persönlichen Tipps und es richtet sich vor allen Dingen eher an Thailand-Anfänger. Also wenn ihr die Thailand-Profis seid, dann braucht ihr meine Tipps nicht, ist auch klar. Und am Ende gibt es noch einen Geheimtipp, versprochen. Ja, fangen wir an. Tipp 1. Wie komme ich am billigsten nach Thailand? Billigster Flug. Es gibt Sky Scanner und diverse Portale, Booking.com und. Da kann man recht günstig Flüge buchen. Im Moment würde ich persönlich empfehlen, unter Corona-Bedingungen, geht zum Reisebüro. Klar berechnen die für das Buchen der Flüge eine Kleinigkeit, weil die nicht mehr wie vor 20 Jahren noch Riesenprovisionen kriegen von den Airlines. Hallo Katze, du maust mir gerade ins Video. Ja, ist der Katze völlig egal. Aber die können sich natürlich für euch auch nochmal super schlau machen. Wie sind denn gerade die aktuellen Bedingungen? Was braucht ihr an Dokumenten? Wie funktioniert die Einreise? Wie muss euer Impfstatus sein? Also ich würde im Moment, wenn ich jetzt nach Thailand reisen müsste, nur mit dem Reisebüro buchen. Auch da ist das Special Meal dann kein Problem. Und ja, all diese Kleinigkeiten, wo man vielleicht selber dran denken muss, von einem guten Reisebüro, die kümmern sich darum. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Also so gern ich Geld spare, da gebe ich lieber gerne einen Euro mehr aus und weiß mich dann in guten Händen. Ich empfehle euch auch im Moment, ein Reisebüro rauszusuchen, was ihr entweder persönlich gut kennt, wo ihr euch drauf verlassen könnt. Bei mir, ich hatte sowas, Gott sei Dank immer. Und die andere Möglichkeit ist eben, ihr guckt mal in diversen Portalen im Internet oder beim Thai-Ticker. Das ist, eine Seite, die gibt es auch bei Facebook, Thai-Ticker. .com ist, glaube ich, die Internetseite. Das ist ein sehr langjähriger Newsletter, den ich auch im Abo habe. Da werben auch immer wieder mal Reisebüros. Das sind dann in der Regel Reisebüros, die auf Asien spezialisiert sind. Und da könnt ihr ja dann immer noch Preise vergleichen. Aber ich würde mir genauso jemanden suchen, der Ahnung davon hat und im Moment nicht einfach so buchen. Reiserücktrittsversicherungen, die sagen euch auch, wie viel Gepäck ihr mitnehmen könnt und.
Und dann ist natürlich die Frage, welche Erwartungen, das ist Punkt 2, welche Erwartungen habt ihr an Thailand? Also wenn eure Erwartung ist, ihr wollt Halligalli in der Gogo-Bar, ihr wollt Party machen, dann seid ihr hier gerade völlig falsch. Ja, hier ist Covid. Wenn ihr die Erwartung habt, hier sei gerade alles super billig wegen Covid, ja, viele Dinge sind nicht so schrecklich teuer, aber Luxus kostet hier immer noch Geld, dann seid ihr auch falsch. Thailand ist sicherlich nicht das billigste Land in Südostasien, um Urlaub zu machen. Also das Erste, was ich mal machen würde, ich würde mal prüfen, was habe ich für ein Budget, wie viel Zeit habe ich und passt das zu Thailand. Ja? Und dann würde ich noch dringend empfehlen, nehmt euch Zeit für Thailand. Also, dass ihr auch die Möglichkeit habt, vor Ort mal zu sehen, wenn ihr abends irgendwo jemanden trefft, der sagt, ich war gestern da und da, das war wunderschön. Der sagt, weißt du was, kommen wir hängen noch einen Tag dran. Wir fahren dahin, gucken uns das an. Thailand braucht Zeit. Hier ticken die Uhren anders, hier dauert vieles länger und man braucht, wenn man hier ist, einfach für vieles mehr Zeit. Es gibt ja nun viele in Europa, die sich über die chinesischen Reisetouren lustig machen, die dann also bei uns am Rhein, da wo ich ursprünglich herkomme, hat man diese Touristen oft gesehen. Die haben dann in 11 Tagen ganz Europa durchgekarrt, von Eiffelturm über Drachenfels, über Weiß der Geier, Kölner Dom, dann noch Brüssel und Rom, ja, das in 11 Tagen, da schmunzelt man drüber oder kann man drüber schmunzeln, ich habe es getan. Das gibt es hier in Thailand natürlich auch. Ihr könnt nicht in 11 Tagen die Inseln erkunden, Bangkok anschauen und hier noch den Norden, das funktioniert nicht. Also mein Tipp, macht euch eine Liste, nehmt euch Zeit, plant nicht zu viel. Ja, und das Dritte ist eben, macht euch eine Liste. Das, was ihr unbedingt abhaken wollt, was ihr unbedingt sehen wollt, dann sortiert ihr die Liste nach Prioritäten und dann habt ihr schon eine Reiseroute. Das guckt ihr euch mal auf einer Karte an, wie könnt ihr das am besten verknüpfen. Und dann macht die Sachen, die ihr unbedingt sehen wollt, aber lasst dazwischen einfach ein bisschen Luft und Zeit, um Land und Leute wirklich kennenzulernen. Probiert einfach mal Neues aus. Seid offen für Neues. Es gibt hier immer Dinge zu entdecken. Viertens, Unterkunft. Also meine Erfahrung ist, man kann sehr gut über Online-Portale wie Booking, Agoda oder wie die alle heißen, sehr gut hier buchen. Das ist auch nicht teurer oder billiger, als wenn man vor Ort bucht. Das hält sich in der Regel die Waage. Ich habe aber die Erfahrung schon gemacht, ich habe über Booking gebucht und festgestellt, verdammte Sackner, die Bilder sind uralt. Das war runtergeranzt bis zum letzten. Die haben natürlich Bilder von der Eröffnung genommen. Ich habe mir angewöhnt, immer nur für eine Nacht zu buchen. Ja, die erste Nacht, wenn man irgendwo ankommt, auf irgendeiner Insel, das weiß man, da will ich hin, dann kann man dem Taxifahrer sagen, da bringst du mich jetzt hin. Und dann kann man gucken, wenn das in Ordnung ist, geht man halt runter zur Rezeption und verlängert. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sind die froh für jeden Gast. Und wenn ihr merkt, nee, das ist eigentlich nichts, dann lasst ihr euer Gepäck einschließen im Hotel. Es geht in den meisten Hotels, die haben einen Luggage-Room, lauft ein bisschen rum und sucht euch was Neues. Schafft euch eine Touristen-SIM-Karte an. Die gibt es am Flughafen, die kriegt ihr überall zu kaufen, wo Touristenspots sind. So eine Touri-SIM hat begrenzt Telefon, aber unbegrenzt Daten. Die werden dann ab einer gewissen Menge gedrosselt. Hier funktioniert unheimlich viel online. Sei es, ihr braucht ein Taxi oder ihr wollt mit jemandem Kontakt bleiben. Die nutzen alle Line, so ähnlich wie bei uns WhatsApp. Da habe ich aber auch schon mal ein Video zu gemacht. Also Touri-SIM-Karte mit einem Smartphone ist wichtig, das solltet ihr haben. Schafft euch irgendeine Prepaid-Kreditkarte an, so ihr nicht eine normale Kreditkarte habt. Ich nutze da Wise, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, da habe ich was von, wenn ihr das nutzt, diesen Link. Da habe ich eine Prepaid-Karte von, da habe ich immer so 500 Euro drauf oder was. Wenn ich hier mal was mit Karte zahlen muss oder eine Buchung mit einer Karte absichern muss, dann ist die prima. Und der Vorteil ist eben auch, aber das betrifft jetzt mich, weil ich eben hier ein Bankkonto habe. Wenn ich dann in Thaibaht wechseln will, ist das innerhalb von Minuten zu dem Kurs von dem Tag dann bei mir auf dem Konto. So eine Wise-Karte kostet, glaube ich, gar nichts oder ist relativ billig. Da müsst ihr euch das bitte genau durchlesen. Das weiß ich auch nicht genau. Ich habe die und ja, ist eine Mastercard. Die wird hier überall akzeptiert. Damit kann man auch Geld am Automaten ziehen. Habe ich extra ausprobiert. Der Kurs ist natürlich am Automaten nicht gut. Auch in den normalen lokalen Banken ist der Kurs eher eine Katastrophe. Flughafen würde ich auch nur Geld für 1-2 Tage wechseln. Es gibt in den Touri-Gebieten auch unter Corona immer noch
Wechselstuben, wo man zum guten Kurs wechseln kann. Dafür habt ihr ja die Smartphone-Prepaid-Karte in der Tasche. Das googelt ihr einfach, wo gibt es gerade den besten Kurs, und dann setzt ihr euch ein Taxi und fahrt dahin. Und bei Taxi Punkt 7, da sind wir schon beim nächsten Tipp. Wenn ihr ein Taxi bucht oder ein Tuk-Tuk bucht oder was auch immer, nicht einsteigen, bevor der Preis klar ist. Beim Taxi würde ich nur fahren mit Uhr und beim Tuk-Tuk den Preis vorher abmachen und vorher mal irgendwo nachfragen, was darf denn das maximal kosten. Ja, wenn ihr frisch aus dem Flieger kommt und seid noch schön weiß, dann seid ihr ein gefundenes Fressen für alle Scammer und Abzocker. Achtet dann ein bisschen drauf, dass ihr keine Überpreise bezahlt. Fragt ruhig mal an eurer Hotelrezeption, wir wollen jetzt mit dem Taxi von hier nach da, was darf das Taxi denn ungefähr kosten? Ja, lasst euch da keinen Bären aufbinden. Und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Bangkok fahrt und guckt euch den Königspalast an, da diesen oder diesen großen Wat Po oder was auch immer, da gibt es oft sehr freundliche Leute, die davor sind, die helfen euch weiter. Und die sagen euch, ja, aber heute ist hier geschlossen, hier ist doch Feiertag, wusstet ihr das denn nicht? Aber ich habe da einen Geheimtipp, ich kann euch da, und lasst die Finger davon. Das ist alles, ja, die wollen euch irgendwo zu einer Verkaufstour abschleppen. Achtet ein bisschen drauf, seid nicht zu naiv. Punkt 7. Lasst die Finger weg von allem, was illegal ist. Macht euch ein bisschen schlau, was illegal ist. Die Strafen hier sind drastisch. Ja? Finger von Drogen, auch wenn ihr in Pokang, wie heißt das? Kopangan seid, Full Moon Party, was auch immer, achtet auf euer Getränk. Zieht nichts durch die Nase, inhaliert nichts, was ihr nicht auch zu Hause inhalieren würdet. Ach nein, ihr wisst, was ich meine. Also lasst die Finger davon. Es lohnt sich hier in Thailand nicht. Es ist saugefährlich, es ist saugefährlich. Und auch hier soll es Dealer geben, die mit der Polizei zusammenarbeiten und. Also Lockvögel, nicht zusammenarbeiten, aber Lockvögel. Lasst die Finger davon, das lohnt sich nicht. Ja, also in Thailand haltet euch an die Spielregeln. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, Scammer und wie gefährlich das ist. Also da sage ich gleich nochmal was zu. Ich finde, Thailand ist ein sehr sicheres Urlaubsland. Auch wenn ich hier schon einmal komplett ausgeraubt worden bin, aber das war ein Stück unserer eigenen Doofheit. Egal, andere Geschichte, die kann ich euch auch irgendwann mal erzählen. Was ich jedem empfehle, ist, macht reichlich Passkopien, fotografiert das ab, habt die Kopien im Handy, legt euch die irgendwo in die Cloud, dass ihr wisst, die und die Adresse, irgendwas, was man sich gut merken kann. Ich komme aus jedem Internetanschluss, komme ich irgendwie an eine Passkopie dran. Eine kommt in den Koffer, eine in die Handtasche, einen noch in den kleinen Rucksack, den ihr mit euch rumschleppt. Auch Tickets, Kopien, kleinen Notgroschen, vielleicht hier und da noch irgendwo was einnähen, habe ich auch immer gemacht. Ich weiß, muss man nicht unbedingt, aber ich habe mich damit auch immer besser gefühlt, denn ich wusste, die eine Jeans, die ich dabei habe, da ist im Hosenbund oben, sind noch umgerechnet, weiß ich nicht, 100 Euro drin, zur Not, wenn was passiert, kannst du dir die da rausholen. Ich habe es nie gebraucht, aber ja, ich kann es nur empfehlen. Also verteilt eure Wertgegenstände ein bisschen auf die Dinge, die ihr bei euch habt. Garküchen am Straßenrand. Ich kann die nur empfehlen. Für mich selber ist das sehr eingeschränkt, das Angebot, da ich mich vegetarisch ernähre und hier nicht in einem Touristenhochspot lebe. Wenn ihr in einem touristischen Gebiet seid, findet ihr auch viele also vegetarische Garküchen. Alles, was hier abgekocht ist, gegrillt ist, frittiert ist, sollte eigentlich kein Problem sein, es sei denn, ihr seid super empfindlich. Wenn ihr super empfindlich seid, dann überlegt euch das gut. Aber dann habt ihr wahrscheinlich in Südostasien eher nichts verloren. Tabletten gegen Durchfall ist auch eine der wenigen Sachen, die ich empfehlen würde, als Medikament mitzunehmen. Aber da sage ich gleich noch was. Wasser trinkt ihr bitte nur aus Flaschen. Es gibt hier an jeder zweiten Ecke irgendwo so einen Minimarkt, da kriegt ihr Wasser für 5 Baht aus der Flasche. Das könnt ihr bedenkenlos trinken. Es gibt hier diese Kette 7-Eleven, die gibt es hier auch an jeder dritten Ecke. Da gibt es dann auch andere Kaltgetränke. Da gibt es sogar Mikrowellengerichte, die euch im Laden warm machen. Das ist dann Processed Food, also im großen Stil hergestelltes Essen. Das ist mit Sicherheit steril und da ist nichts dran. Nur dafür fährt man eigentlich nicht nach Thailand. 10. Achtet die Kultur. Ja, zum Beispiel, wenn irgendwo von der Tür 20 Paar Schuhe stehen, dann hat das einen Grund, zieht die Schuhe aus. Achtet Mönche, achtet Ältere. Wenn ihr irgendwann einem Mönch vorbeigeht, duckt euch ein bisschen und geht an dem vorbei. Lächelt die Leute an, sofern ihr keine Maske anhabt.
nicke den Leuten zu. Also wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, irgendwo durch ein Dorf und da ist jemand Älteres, der guckt mich an, dann nicke ich. Und die lächeln und nicken zurück. Und ja, man sieht es auch in den Augen. Also achtet die Leute, achtet die Kultur, was Bekleidung angeht. Also auch Männer haben hier oben ohne gar nichts verloren. Ja, das ist unziemlich, das solltet ihr nicht machen. Öffentliche Berührung zwischen Mann und Frau gehört sich hier auch nicht. Das sieht man immer wieder anders, hat hier aber eigentlich nichts verloren. In den Klöstern bitte bedeckt. Ja, nehmt einfach Rücksicht, ihr seid hier zu Gast. Füße ist auch so ein Ding. Klar, man kann als Europäer nicht unbedingt, vor allen Dingen, wenn ein alter, dicker Mann ist wie ich, irgendwo im Schneidersitz sitzen, aber man muss seine Füße nicht direkt dem Teilnachbarn unter die Nase halten. Also mit den Füßen auf jemanden zeigen gilt als sehr unschicklich. Die Füße gelten als unrein und das Gegenstück davon ist der Kopf, der gilt als rein. Also hier irgendwelchen Kindern über den Kopf wuseln, sagen, oh, bist du süß, ist eine Todsünde. Lass das. Finger vom Kopf. Wie kommt man in Thailand von A nach B? Die Frage habe ich auch oft bekommen. Also für Thailand Neulinge, fragt doch im Hotel. Wenn ihr irgendwo in der Pension in einem Hotel seid, fragt den Inhaber. Der hat einen Ruf zu verlieren, der wird euch niemanden nennen, keinen Taxifahrer empfehlen, der euch abzieht. Der wird euch sagen, wo ein Busterminal ist, was das ungefähr kosten darf. Wenn es ein größeres Hotel mit einer richtigen Rezeption ist, die werden es sogar für euch organisieren. Ja, das kostet dann einen Euro mehr. Dafür fällt er nicht auf die Nase. Habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Taxi, es gibt hier eine App, die nennt sich Grab. Ladet euch die runter. Ihr habt ja eine Tourism, ihr habt ein Smartphone dabei. Da seht ihr schon von vornherein, was das kostet. Vielleicht noch ein Tipp aus leidvoller Erfahrung, wenn ihr irgendwo auf einer Insel seid und wollt am nächsten Tag mit der Fähre oder dem Speedboot da runter, guckt mal vorher in den Wetterbericht. Ja, also wenn da Windstärken angesagt sind oder Regen oder Gewitter, dann bleibt ihr vielleicht lieber noch einen Tag länger. Das ist für den ungeübten Seemann nicht sehr angenehm bei hohem Wellengang auf so einem Boot. Genau wie Transport, und jetzt kommt Punkt 12, Touren mieten. Touren mieten, irgendwo irgendwas anschauen mit einer Gruppe von Leuten ist natürlich im Moment eher schwierig. Vielleicht sogar unmöglich, das weiß ich nicht. Ich lebe hier auf dem Land und nicht in irgendeinem Tourispot. Aber meine Erfahrung aus der Vergangenheit war immer, also auch wenn ich ein Motorrad gemietet habe, ich bin nie losgezogen an irgendeinem Motorradstand und habe dann ein Motorrad gemietet. Ich bin immer erst, wenn ich bin leidenschaftlicher Taucher, ich bin immer zuerst, habe mich vorher schlau gemacht, was ist eine gute Tauchschule, wer hat gute Erfahrungen mit dieser Schule. Dann bin ich irgendwo hin, habe eingecheckt in mein Hotel für eine Nacht, gebucht online. Dann bin ich zur Tauchschule und gesagt, passt mal auf Leute, hier bin ich, möchte gerne mit euch tauchen. Ich wohne jetzt da und da. Was sagt ihr, ist der Preis in Ordnung oder habt ihr was Besseres für mich? Ich brauche einen fahrbaren Untersatz, wen könnt ihr mir empfehlen? Und dann geht ihr dahin und sagt auch einen schönen Gruß von der Tauchschule, die sowieso hat mich geschickt. Ja, wenn ihr in diesem Netzwerk drin seid von Leuten, die sich kennen untereinander, die haben ja alle einen Ruf zu verlieren. Das ist allemal besser, als das einfach blindlings zu mieten. Sonst habt ihr ganz schnell das Problem, ihr bringt das Motorrad zurück, der will euren Pass nicht rausrücken, weil da ist ein Kratzer dran. Ihr könnt nicht beweisen, dass der nicht vorher schon dran war. Diesen ganzen Quatsch könnt ihr euch sparen oder hoffentlich sparen, wenn ihr auf Empfehlung kommt. Eine Garantie ist es natürlich nicht, aber ich würde es empfehlen. 13. Impfenprophylaxe. Da könnte ich jetzt viel zu erzählen, tue ich aber nicht. Für so einen Kram fragt ihr bitte euren Arzt oder Apotheker und nicht irgendeinen Tuppes bei YouTube. Ja? Also da guckt auf euren individuellen Körper und wie es euch geht und lasst euch vernünftig von einem Arzt beraten. Ich habe vor dem Thailand-Aufenthalt gecheckt, dass ich Tollwut und Hepatitis einigermaßen frisch habe. Mehr habe ich nicht gemacht. Das war meine Entscheidung für meinen Körper. Das muss jeder selber entscheiden. Macht euch bitte schlau. Wenn ihr keinen Hausarzt habt, dann ruft mal beim Tropeninstitut eurer örtlichen Universität an. Da kann man sich in der Regel auch beraten lassen. Reiseapotheke. Da habe ich auch Dinger gelesen im Internet. Da habe ich gedacht, mein Gott, Leute, das ist ja hier nicht... Wir sind ja nicht irgendwie in der tiefsten Wüste Gobi. Ja, es gibt hier in jedem Kaff mehrere Apotheken. Das meiste Zeug ist rezeptfrei. Ich war selber gestern noch im Krankenhaus. Ich bin im Moment auch etwas krank. Ich habe eine heftige Allergie. Das heißt, im Moment sieht man gar nichts mehr. Das liegt aber nur daran, dass ich randvoll mit Medikamenten, Antibiotika und was weiß ich bin. Bin auch ein bisschen schlapp deswegen. Deswegen fahre ich auch nicht draußen rum. Aber auf dem Weg der Besserung. Es gibt hier überall Apotheken. Und das meiste Zeug ist wirklich rezeptfrei. Ihr könnt hier in die Apotheke gehen und euch da ohne weiteres Medikamente kaufen. Was ich früher immer gemacht habe, ich hatte eine ganz normale Kopfschmerztablette dabei und was gegen Durchfall.
So, und alles andere kriegst du hier in jeder Apotheke vor Ort. Das ist auch kein Problem. Die Medikamente sind meistens sogar noch billiger. Moskitospray ist auch so ein Ding. Meine Erfahrung, oder das ist meine persönliche Erfahrung, dieses Zeug, was man da aus Deutschland mitnehmen kann, da lachen die Moskitos sich hier kaputt. Kriegt ihr hier in jedem 7-Eleven, kauft euch das, gut ist. Ja, ich weiß nicht, was da drin ist und wie giftig das ist, ich habe keine Ahnung. Mir hat es immer geholfen und für die paar Wochen im Urlaub hier war es okay. Auch da ist meine Erfahrung, wenn man mal eine Zeit hier ist, haben die Moskitos auch gar nicht mehr so eine Lust auf einen. Ich benutze schon seit Monaten kein Moskitospray mehr. Moskitonetz wäre nicht schlecht. Vielleicht, ja, meistens ist eins da. Aber wenn mal keins da ist, wenn ihr sehr preiswert reist, packt euch noch ein Moskitonetz ein. Aber ich sag mal, in 95% aller Unterkünfte ist eins da, wenn ihr es braucht. Führerschein. Also die Thais akzeptieren jetzt einen von zwei möglichen internationalen Führerscheinen. Da gibt es ganz viele YouTube-Videos zu, macht euch schlau. Macht nur eins nicht, macht nicht den Fehler, fahrt hier nicht ohne Führerschein. Ja, die Strafe, wenn man ohne Führerschein erwischt wird, wenn man den vergessen hat, sind nur 400 Baht 10 Euro oder 500 Baht. Das ist nicht das Problem. Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich hier vor einiger Zeit einen schweren Motorradunfall hatte, den ich Gott sei Dank nicht schuld war. Das hätte aber keine Rolle gespielt, ob ich schuld bin oder nicht, wenn ich keinen gültigen Führerschein gehabt hätte. Den habe ich übrigens einen Tag vorher gemacht. Macht euch schlau, was ihr für einen Führerschein habt, was ihr für Thailand braucht, wie man den umschreibt. Ich habe in diversen YouTube-Videos gesehen, wenn man da den richtigen internationalen dabei hat, ist es keine große Sache, sich den hier gerade umschreiben zu lassen. Ja, geht an die Hotelrezeption, sagt, ihr braucht für einen Tag einen Guide, der euch da hilft, der gut Englisch kann, für euch übersetzt. Danach mietet euch einen Roller, mietet euch ein Auto, macht was immer ihr wollt. Der Autoverleiher und der Motorradverleiher wird im Zweifelsfall gar nicht nach dem Führerschein fragen, der will ja vermieten. Nur wenn ihr einen Unfall baut, bedenkt bitte, dass das horrende Folgen haben kann, wenn ihr keine gültige Fahrerlaubnis hattet. Inklusive eure gegnerische Versicherung bezahlt nicht, macht es bitte nicht. Gepäck. Meine Erfahrung ist, gerade wenn ihr viel rumreist innerhalb von Thailand, kleiner Rucksack reicht. Also eher weniger als mehr. Ihr müsst ständig aufs Boot runter und hochschleppen. Wenn ihr irgendwo ankommt mit einem Rollkoffer, oft sind die Landestege sehr einfach. Macht euch einen kleinen Rucksack fertig. Schleppt auch nicht so viel Zeug mit. Wenn euch wirklich ein T-Shirt oder eine Unterhose fehlt, das gibt es ja in jeder Ecke für ein Appel und ein Ei. Also belastet euch nicht mit Zeugs. Ihr braucht hier kein Zeugs. Ja, irgendein Device. Ein gutes Handy, ein Pad, irgendwas solltet ihr dabei haben. Reiseadapter, bisschen Hygienekram, frische Unterbuchs, frisches T-Shirt und das war's. Also ihr braucht hier wirklich nicht viel. 17. Geld. Also ich habe eine Kreditkarte bei Wise. Link unten in den Empfehlungen. Das habe ich eben schon mal gesagt, sehe ich gerade. Er macht ja nichts, sage ich halt nochmal. Also schleppt keine Riesensummen Bargeld mit euch rum. Guckt, dass ihr eine Möglichkeit habt, hier Geld ganz normal am ATM und Geldautomaten abzuheben. Mastercard akzeptieren die meisten. Über die Gebühren macht euch noch mal kurz vor eurer Reise schlau. Das ändert sich auch immer mal. Da gab es irgendeine Kreditkarte, die war völlig kostenlos. Manchmal verlangen hier auch die Automaten eine Gebühr, nicht die anzubietende Bank. Also da macht euch noch mal separat schlau. Aber ich würde hier nicht Riesenmengen Geld mit mir rumschleppen. Karte, Geldautomaten gibt es überall, außer es gibt ein paar kleine Inseln, da gibt es keinen Geldautomat. Da müsst ihr euch bitte auch schlau machen vorher. Nicht, dass euch auf der Insel die Kohle ausgeht. Thema Sicherheit. Wie sicher ist Thailand? Das kommt drauf an, wie ihr reist. Wenn ihr nämlich wie Greif Protz unterwegs seid und ja alles voll Gold hängt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr zum Ziel von Leuten werdet, wenn ihr euch vernünftig benehmt, respektvoll mit eurem Gegenüber umgeht und die Kohle nicht raushängen lässt, dann glaube ich, ist Thailand nicht gefährlicher oder ungefährlicher wie Deutschland. Meine Erfahrung. Gerade hier im Norden, also wenn ich einkaufen gehe, dann hänge ich den Helm draußen an den Spiegel vom Moped, wie das hier alle machen. Der kleine USB-Lautsprecher hängt auch vorne dran, den nimmt mir auch keiner weg. Also meine Erfahrungen sind eher gute.
Wie gesagt, wir sind einmal übelst beklaut worden hier in Thailand. Das waren aber keine Thais, das waren Franzose. Wenn euch das interessiert, lasst mir mal einen Link in der Videobeschreibung da, dann erzähle ich die Geschichte mal. Ja. Also, ja, der Straßenverkehr, der ist gefährlich. Also das ist wirklich so, da ist Thailand auch ganz weit oben, irgendwie unter den ersten Plätzen auf den Verkehrstoten weltweit. Ich meide hier den Straßenverkehr nachts, also auch in der Dämmerung früh morgens versuche ich nicht unterwegs zu sein. Klar, wenn ich jetzt hier auf dem Land losfahre, kleine Nebenstraßen Richtung irgendwas, weil ich ein Video machen will, dann ist das okay. Aber so die großen Hauptstraßen, boah. Und nachts schon gar nicht. Also richtig nachts, das ist mir zu gefährlich. Das sind einfach zu viele Leute, die besoffen unterwegs sind. Das ist so, ja. Wenn ihr die Möglichkeit und kennt Leute vor Ort, denen ihr wirklich vertraut, wenn ihr jetzt einen guten Bekannten in Thailand habt, legt ein Depot an. Auch das kann ich empfehlen. Habe ich selber auch schon gemacht. Briefumschlag, gesagt, guck mal hier, tue ich 10.000 Baht rein, die lasse ich bei dir liegen. Wir kommen in 2 Wochen wieder hier vorbei, dann nehme ich die wieder mit. Wenn was passiert, dann habe ich die immer noch in Reserve. So Sachen kann man machen. Und ansonsten sollte man nicht naiv sein, man sollte sich genauso vernünftig verhalten, wie man sich in Deutschland auch verhalten würde. Also ja, nicht den riesen Geldbündel aus dem Rucksack holen, wenn man irgendwo ein Busticket kauft, wo man dann in dem Bus auch schläft oder so, sondern immer ein bisschen Bargeld so in der Tasche haben, dass man eben nur wenig rausholen muss, wenn man irgendwo was bezahlt. Also ja, seid halt vorsichtig, vernünftig wie normal auch. Wenn ihr dann irgendwo seid und sagt, okay, hier ist schön, hier bleiben wir noch Tag, wir wollen aber was sehen, guckt mal bei TripAdvisor. TripAdvisor ist so ein Online-Portal, das ist gut sortiert, da probiert einfach mal neue Sachen aus. Ich verspreche euch, ihr werdet tolle Sachen entdecken, wenn ihr euch darauf einlasst. Guckt euch um, fragt mal im Hotel, was sollte man denn hier unbedingt gesehen haben, lasst euch Bilder zeigen. Probiert neue Sachen aus. Also gerade wenn ihr jetzt hier nicht die Asien-Spezialisten seid, dann lasst euch mal auf neue Dinge ein. Kann ich wirklich nur empfehlen. Mit einer Einschränkung. Das ist ja schon fast peinlich, das zu sagen, aber hütet euch vor Dauerurlaubs-Retirement-Phalanx. Also es gibt tatsächlich so eine Spezie von Ausländern, die hier in Thailand lebt. Und die leben, oder einige davon leben auch davon, gut Freund von anderen Ausländern zu sein, von Touristen zu sein und da Geld abzugreifen. Also wenn jemand übertrieben freundlich ist und extrem darauf besteht, dass er mit ihm mitgeht, weil er euch dies oder das zeigen will. Ich lebe schon 20 Jahre hier, ich weiß, wie das geht. Denkt zweimal nach, bevor ihr das tut. Tipp Nummer 20. Wenn ihr mit einem kleinen Budget unterwegs seid, so wie ich das immer war, der Kaffee bei 7-Eleven ist okay. Der ist auch nicht sehr teuer. Da kann man auch mal einen Kaffee trinken. Da kann man sich auch mal irgendein Fertiggericht in der Mikrowelle warm machen lassen. Da stirbt man nicht von. Ja? Wobei das ja schon fast wieder eigentlich eine Sünde ist, denn der größte Geldtipp, Spartipp ist, kauft da, wo die Thais kaufen. Geht auf den lokalen Markt, holt euch da Obst, Bananen, setzt euch irgendwo an den Strand oder irgendwo hin, wo schöne Aussicht ist, Flasche Wasser dazu, habt ihr ein super Mahl für kleines Essen. Also da kaufen, wo die Leute vor Ort auch kaufen und nicht irgendwo in der großen Einkaufsstraße, sondern geht auf die lokalen Märkte. Ja, da riecht es manchmal komisch, völlig egal. Geht da, kauft da, wascht die Sachen vernünftig und gut ist. Tipp 21 und jetzt kommen so ein paar Sachen not to do. Eine Sache not to do in Thailand und die meine ich genauso, wie ich sie jetzt sage. Achtet auf meinen Wortlaut. Beleidigt niemals die Königsfamilie. Achtet alles, worauf die abgebildet ist, zum Beispiel Geldscheine. Wenn euch ein Geldstein runterfällt oder eine Münze, nicht mit dem Fuß drauf treten. Das ist eine Beleidigung. Zeigt hier keine Bildchen rum, die euch mal irgendjemand gezeigt hat von irgendjemandem von der Königsfamilie oder verweist auf irgendwelche YouTube-Videos. Die sind im Zweifelsfall eh gesperrt. Am besten sagt ihr gar nichts zu dem Thema. Haltet euch da raus. Das ist eine der Top-Sachen hier, not to do. Ihr seid hier Gast in dem Land. Und es ist völlig egal, wie ihr dazu steht. Haltet einfach den Mund und gut ist. 22. FKK. Ja, also wer gerne mal nackig ins Meer springt, dann seid ihr falsch in Thailand. Das ist hier ein No-Go. Auch nicht mal nachts, das sieht ja eh keiner. Lasst es. Das gibt auch empfindliche Strafen, wenn ihr erwischt werdet. Lasst es einfach. Ja, auch hier, ich hatte es ja glaube ich schon mal gesagt, irgendwo am Beach mit dem Moped rumknattern.
toller Oberkörper, oberkörperfrei für die Kerle, lasst es, für die Frauen sowieso, lasst es. Benehmt euch in Anführungszeichen. Das ist hier nun mal so, achtet die Regeln. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann bleibt halt weg. Ist ja völlig in Ordnung. Muss ja niemand. Im Moment gilt hier Maskenpflicht. Auch im Auto, auch auf dem Motorrad. Wenn ihr natürlich alleine in der tiefsten Wildnis irgendwo unterwegs seid und es ist kein Mensch rechts und links, dann kann euch ja auch niemand was wollen, wenn ihr die Maske mal runterzieht. Aber es ist verdammte Maskenpflicht. Strafe ist bis zu 20.000 Baht. Hier stehen überall Desinfektionsspender rum, benutzt die. Hier stehen überall Fiebermessdinger rum. Das ist zwingend, die zu nutzen, bevor ihr irgendwo reingeht. So sind hier die Regeln. Und die diskutiere ich auch jetzt nicht. Ich habe auch keinen Bock drauf, hier wieder so einen Maskendiskussionstweet unter diesem Video zu haben. Das werde ich einfach konsequent löschen. Da habe ich keinen Bock drauf. Hier sind die Regeln so, dran halten, fertig. Meine Meinung dazu. Und wer das diskutieren will, der soll seinen eigenen YouTube-Kanal machen. Ich diskutiere das nicht. Maskenpflicht ist Maskenpflicht, basta. 24. Ja, es ist Corona. Also die touristische Infrastruktur, die ihr vielleicht 2005 in eurem letzten Thailand-Urlaub hattet, die gibt es nicht mehr. Jedenfalls so nicht mehr. An vielen Touristenspots haben 90% der Läden zu. Es gibt immer noch touristische Infrastruktur. Es gibt immer noch die Möglichkeit, Stand heute von A nach B zu reisen und, und. Man kann hier immer noch schöne Tage verbringen, aber das ist nicht mehr wie früher. Auch das Angebot an Resorts und so weiter ist kleiner geworden. Aber es gibt natürlich gute Hotels. Auch die Thais reisen viel und machen gerne Urlaub innerhalb des Landes. Also gar kein Problem. Ja, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist natürlich diese Freundlichkeit hier im Land. Man muss mehr in den Augen lesen. Ja, die Leute haben alle eine Maske an. Das Lächeln ist schwierig zu sehen. Thailand, Land des Lächelns. Die Menschen sind auch reservierter. Die schränken sich ein in Kontakten. Es ist schon anders unter Corona. Es ist immer noch schön, aber es ist schon anders. 25, das ist auch so eine Sache, die habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, weil ich nicht wusste, was los war. Ich bin irgendwo ganz früh morgens mit so ein paar langgelaufen, auf einmal blieben alle stehen, so ein paar blieben auch stehen, keiner rührte sich. Ich denke, verdammte Sacknat, was ist jetzt wieder? Wenn die Nationalhymne gespielt wird, also hier wird morgens und abends an manchen Orten oder an vielen Orten die Nationalhymne gespielt, dann bleibt man stehen und zollt dieser Respekt, die hat übrigens ein Deutscher geschrieben. Und die geht auch nicht so lange und so lange bleibt man eben stehen und wartet und dann geht es ganz normal weiter. Also nicht wundern, wenn auf einmal alle einfrieren. Das ist kein, wie heißt das, Flashmob, sondern das ist die Nationalhymne. Stehen bleiben, abwarten, ist gleich vorbei. Finger vom Kopf von anderen, besonders bei Kindern, auch noch so eine Kleinigkeit. Ja? Gerade wenn ihr irgendwo an der Schule vorbeigeht und da strömen die Kinder raus. Hallo, hallo, alle rennen auf euch zu, verlang. Oder ihr seid irgendwo in so einem Dorf oben in den Bergen, wo der Kaffee wächst. Ja, die sind alle süß und die könnt man alle knuddeln. Ihr lasst das bitte. Ja, also vor allen Dingen die Finger vom Kopf. Da habt ihr nichts dran verloren. Der Kopf gilt hier als heilig, hatte ich eben schon gesagt, als ich die Füße angesprochen habe. Also Tipp 26, Finger vom Kopf von anderen weglassen. Ja, das waren meine 26 Tipps. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Und dann habe ich natürlich noch einen Geheimtipp. Wenn ihr in Thailand seid, geht nicht nur in die Strandgegenden. Kommt auch hier hoch in den Norden. Da steht das Gästehaus. Ich lasse euch den Link in der Videobeschreibung da. Es ist wirklich nicht teuer. Kommt uns besuchen, bleibt ein paar Tage hier. Ich helfe euch, ein Motorrad zu mieten, wenn ihr wollt, wenn ihr einen entsprechenden Führerschein habt. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, dass euch jemand fährt. Schaut euch den Norden an. Das ist ein ganz anderes Thailand, wie man irgendwo unten am Meer das erlebt. Aber es ist wunderschön. Schaut mal in meine Video, nennt sich das Videoliste, von den Ausflugsideen hier rundherum. Hier gibt es fantastische Spots. Lasst den Norden bitte nicht aus, auch wenn es hier keine Strände gibt. Hier ist es wunderschön und den Teil von Thailand solltet ihr auch unbedingt kennenlernen. Das war mein Video von heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Klar, liken, abonnieren, teilen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan aus Thailand. Ciao, ciao.